So, da sind wir wieder. Ach. Die falsche Abteilung. Da, hier wollen wir doch. So. Ah, immer diese Paparazzis, ne? Wer ist hier ein Paparazzi? Ach, wer weiß. Ach, die 10 Minuten, da suchen wir uns doch Natur aus. Was? Da suchen wir uns noch Natur aus. Wir haben 10 Minuten Pause. Deswegen. Was hältst du nach Malmö? Ey, den hab ich auch gerade gehabt. Reflektieren am Posten. Posten, nicht Posten. Ah, Posten. 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 Nicht Posten. Ja, schon voll. Welchen denn? Es gibt ja zwei. Nach Malmö. Nach Malmö. Ja. Einmal mit Profis. Ja. Das stimmt. Einmal mit Profis. So. 80 Kilometer Anfahrt, die haben sie auch nicht mehr, Leute. Manu, wie war das von was? Wie war das früher? Wir fahren nur unter 100 Kilometer an, ne? Dann sag sowas nicht, dass du 10 Minuten Pause machst, echt? Wenn so du nur 5 machst. Ah. Oh jo. Ja, also eigentlich waren nur die 10 Minuten eingeplant wegen Fanta, wenn da noch einer rauchen wollte oder so. Keine Ahnung. Da brauch ich ja keine 10 Minuten für. Ehrlich? Wow. So, aber egal. So. Dieser Regen geht mir auch auf. Ganz kurz, ich probiere mal was. Funktioniert nicht. Das ist doch schönes Wetter. Ich weiß gar nicht, was ihr immer dagegen habt. Ich wollte eigentlich nur noch eine Vorspule. Zeit. So. Der Sascha hat Angst im Dunkeln, deswegen will er wieder schnell hell machen, lol. Das nicht. Nö, deswegen nicht. Ayo, ehrlich jetzt? Nee. Kommst du gerade an und dann krieg ich hier noch so einen Killer, ey. Der Sascha vergischt sich immer unter der Deck, weil ich ja nicht da bin, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Ach so. Das
Sag mal, hat SCS, also die, wo das Spiel rausgebracht haben, haben die auch mal Holland überarbeitet, Rotterdam und so? Keine Ahnung. Ja, richtig. Wenn man gut mal, wenn man. Weil das kam mir gerade mal in den Sinn, da dann. Wusste ich mich jetzt noch gar nichts, ey. Halt, also die haben es auch mal nötig, sodass sie mal überarbeitet werden. Bleiben also auf der Straße. Na gut. Oh, LKW war doch klar. Mein Gott, ey. Tanklaster vor mir. Du freulicher Tango Tombo Tango Longo. Machen wir es gleich richtig. Abmarsch. Ja, ich weiß, dass ich. Aha, schon du jetzt hinter mir. Ich bin angehupt, den Idioten. Ach so. Nächste müssen wir sowieso gleich raus. Kann man auch hinter dem bleiben. Bremst du da vorne? Das war aber nicht weit. 80 Kilometer geht, wird wie nix. Oh, sag mal, yo, ist gut, ist gut. Ich nehme alles zurück aus. Jeder Pfanne. Was die LKW da Sicherheitsabstand nehmen, das nenne ich einen schönen Berliner. Oh Gott. Gerade die Knautschzone des Berliners. Halt nicht. Oh, leck mich doch. Da komm, gib Gas.
Oh, schöne Schnickschnackkurve. Was gleich kommt. Ah. So eine scharfe Längskurve hier. Führerscheinlich von hinten, ey. Man könnte auch sagen, du willst mir sagen, du kannst kein LKW fahren. Das ist doch der Richtige. Oh, Karl, moin. Hat eine Frage. Warte mal, da fahr ich mal rechts ran hier. Kollege, du darfst. So. Ja, also wie gesagt, Dankeschön. Karl-Davidson90 folgt uns. Und viel Spaß mit der Community. Wo ist denn jetzt mein... eine Fracht? Bin ich dran vorbeigefahren? Da steht sie. Toll. Ich mach mir mal was zum Essen. Ich hab's geschafft. Hab's geschafft. Der Motor hat einen Plätscher. Na toll. Wenn der Chef schon so fährt, wie fahren dann die Angestellten? Gute Frage. Ich habe zum Beispiel Michelin-Reifen noch drauf, Karl. Michelin-Reifen machen auf jeden Fall ja auch einen Teil weg, sage ich mal. Weil je nachdem... Also ich fahre ab 1000 Kilometer, ne? Alles, was unter 1000 ist, fahre ich eigentlich total ungern, außer jetzt hier so eine Community. Oder wenn es Nahverkehr ist, wie von München, wo nur ADR transportiert wird. Jo. Da habe ich nur... Oh Gott, jetzt muss ich überlegen. Was waren bisher immer diese Größen? Ich muss gar nicht groß überlegen. Es gibt hier in der Frachtbörse was. Wo war das denn? Karriere war das, ne? Karriere. Auftragsbuch. So, Säure. Genau. Aber stehen keine Tonnen dabei.
Mal liegen da immer so bis zu 15 Tonnen da bis dahin. Und die haben halt nur bis 480 PS. Ja. Oder einfach manchmal nur Standard bis 320, 340. So, wir müssen noch eine Tanke machen, aber nicht die jetzt hier vorne, sondern wir gehen dann nämlich hier oben die 100, 152, wie viel habe ich noch? Land. So. Abfahrt. Die Reifen machen nämlich auch noch was weg. Und zwar nämlich von der Geräuschkulisse, von der vom Umwelt her. Das ist auch noch so ein Faktor, was noch mit reinkommt. Wenn du jetzt zum Beispiel so eine Ladung hast, dann kannst du gleich mit dem stärksten Motor fahren. Das sind nämlich Granitblöcke. Granit, ja. Das, was wir jetzt transportieren, diese 12 Tonnen da, das ist ein Witz. Ich vermute mal, du bist ja schon die Kasseler Berge gefahren, oder? Also einmal hoch und runter. Die Kasseler Berge, die kannst du einfach laufen lassen. Da verbrauchst du so gut wie gar nichts. Ach, hier bin ich drüber gebrettert. Sag mal, ist meine Liftachse unten? Nee, ne? Wie will man den Berg hochkommen, wenn man ihn nur laufen lässt? Dann geht es rückwärts und bergab, LUL. Okay, also. So. Es gibt natürlich noch die manuelle Schaltung. Also ich zum Beispiel schalte. Pass auf, da kommt einer. Ziemlich blöd angefahren. Bei dem Spezialtransport zum Beispiel haben wir den alten Scania R. Baujahr 2000. Ist doch nicht unten. Bitte? Ich sag, die ist doch nicht unten. Huh? Okay. Ja, jetzt, ich hab's jetzt runtergemacht. Der hat 16 Gänge, ist aber auf 14 ausgelegt. Und schalten tue ich immer 2, 4, 6, 8, 10 und 12, weil du brauchst nie mehr als 12. Aber ich würde dich gerne mal gerne an Nordland Logistik mal weiter schicken, weil die haben zum Beispiel richtig Ahnung davon. Es sind auch teilweise Truckers dabei. Und die haben nämlich auch ein eigenes Modding-Haus. Was für mich eine sparsame Fahrweise ist oder herausstellt, ich benutze eine Excel-Tabelle. Das heißt, den Durchschnittsliter von der Tour, die Kilometer und dann immer den Prozentzahl, was der Verschleiß von den Reifen ist, also immer den LKW-Zustand. Und da suche ich mir prozentual quasi die sparsamsten, oder da habe ich meinen Mittelwert. Zumindest theoretisch. Und ich kam halt jetzt auf das Michelin-DLC, weil ich mit denen am besten fahre. Besseres Gefälle, Gesteige. Es gibt auch einen Frozy-Mod, dann fährst du auf Schnee. Ist nichts anderes als wie bei der Pro-Mods. Da brauchst du das zum Beispiel gar nicht, aber
Ich weiß nicht, ob du schon mal bei Truckers MP mitgespielt hast. Also Multiplayer. Multiplayer-Server ist es, ist ohne KI. Da kannst du auch den Schnee aktivieren. Dann fährst du aber auch wirklich auf Schnee. Ne? Also es wird. Die Physik ist da richtig knallhart. Für Weihnachten ist immer, immer schön. Aber so. Puh. Das habe ich eigentlich schon meine Analyse verraten, die ich schon die ganze Zeit betreibe. Naja, egal. Passt ja. Wackelst da vorne, was ist denn mit dir los? Gut, müssen sowieso abbiegen, ist egal, aber trotzdem. Ist mir gefährlich, ey. Oh, fahr doch nicht in unsere Richtung. Bieg ab. Komm, bieg ab. Fahr links, fahr links, fahr links, fahr links, fahr links. So, jetzt lasse ich ihn rollen. Das habe ich ein bisschen was gespart. Aber auch nicht viel. Fanta. Ich habe dich gesehen im Rückspiegel. Was denn? Der zieht da rüber, ey. Auf Nostung, verdammt, ey. So, jetzt. Auch wieder, jetzt kann ich ein Straßenraudi. So, jetzt gehen wir mal vorne ran. Verbrauch, nix. Läuft, läuft, läuft. Guck mal, immer noch 489. Ich wäre schon längst weiter unten gewesen. Ja. Also eine Zeit lang geht's gut, aber. Das variiert halt ein bisschen, ne? Also. Je nach Strecke und Fracht. Reifenverschleiß. Durchschnittsliter und. Ja. So, ich muss jetzt aber hier raus, ne? Ich muss tanken. Ich bin schon auf. Beim Zoll. Toll. Ah. Oh, geil. Toll, gehst beim Zoll tanken. Hey, einmal Kontrolle beim Tankformat, bitte. Naja, das war die falsche. Nee. Hier ist so keine Tankstelle, ne? Doch, nee. Das ist aber abgebildet. Okay. Also. Ja, typisch Zoll. Oh. Die fahre hier schon wieder bekloppt. Da kann ich noch so ein. Also ich habe ordentlich geblinkt, da war gar nichts, ne? Warum der rauszieht, verstehe ich nicht. Speedy, servus. Komm zurück. Nein. Sicher, dass da. Sicher, was da ein Schlafplatz abgebildet war? Oh. Ja. Mach die Augen zu, wenn du eine Diesel siehst. Der Preis ist der haarhaft heftig. Mann, 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 das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Aha. 28. Alter, 2700, ey, ist er fast. Fast 237, ja. 3, 4, richtig, Manu. Immer bin ich, der Schuld hat. So, Malmö, wir kommen. Willst du Fähre fahren? Ich glaube, das ist sowas von Latex. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das noch nachher mit der Aufnahme noch klappt, weil ich krieg wieder so eine Down-Phase, das gibt's gar nicht, ey. Habe ich OMSI schon verpasst? Nein, Dorian. Servus, erstmal schön, dass du da bist. Wir machen OMSI 2 morgen früh. Heute ist Eurotruck und also Konvoi und ACC nachher nochmal dran. Ah, sorry. Weil auf YouTube wurde nämlich schon gefragt, wann nämlich das nächste, wann nämlich schon das nächste Konvoi kommt und darf einmal die Woche nicht vergessen. Das geht nicht bei der, nicht bei ETS, das geht nur in der Game-Aufnahme. In der Game. Das schalte ich aber auch noch frei, keine Angst. Ich arbeite mich nach und nach erstmal weiter an den ganzen. Vorsicht, Panther da hinten, die fahren wieder vorne, ein bisschen bescheuert. Es hat geknallt. Heute sind sie aber auch wieder bescheuert drauf, ne? Mhm. Konvoi in OMSI, das geht. Alles auf der Karte. Folge den Pfeilen.
Die fahren bescheuert und ratet mal, wer mittendrin ist. P. Richtig, der Sascha. Bist du... Naja. Eieiei. Das ist Manu, da kann ich nichts machen. Seit er gestern Abend die Nachtschicht hat, ne? Nur freudig, ey. Ich bin so motiviert, dass mir gleich die Augen zufallen. Mann. Hallo, Manu. Leider nicht so. Und verraten musst du mich auch nicht. Ja. Ich hab's schon knistern gehört. Ich schrei doch gar nicht. Knusper, Knäuschen. Kann sein, dass das Mikro ein bisschen weiter auf grau. Ja, dann. Ich bin dein Vater. Wie geht's dir denn? Was geht ab? Was geht ab? Hat, als du gestern erwähnt hast, dass, wie hieß der? Hat der einen Steinmetz schon gehabt? Hat er gebaut gehabt. Okay. Ah, dann muss ich mal gucken, woher ich den noch bekomme, ne? Weil. Wie viele Kanalpunkte habt ihr denn so? Probierst du wieder auf. Ja, er soll einfach nur die Nachricht kopieren und dann portet er da einfach noch Wörter dazu, das ist doof. Ja, aber ich glaube, das kannst du auch nicht ausstellen. Das sind halt diese vorgefertigten Sachen sind als Hinweis, dass du was eingeben musst. Aber mich nervt das Geknister trotzdem. Von wem? Bei dir? Hä? Ich höre dich. Das Flüstern. Oh Gott, sorry.
Das war ein Kind. Nö, nö, nö. Ist das ja doch? Was bist du? Du bist das mit dem Knacken hier. Hab ich doch gerade gesagt. Keiner hört mehr zu. Mann. Warum Mann, sollten Mann. Wir auch? Sascha hat gesagt, wir nein. sollen dir niemals zuhören. Ich hab gar nichts gesagt. Ich hab. Weißt du wohl? Schau dir die nächsten. Schau dir die nächsten Folgen hier. Hier LS Forest Dingsbums an. Scheiße. Ja, er muss gerade reden. Zu mir sagt er, als erstes werden nur Bäume gefällt. Und dann beschwert er sich, weil sie alle gefällt waren. Ja, ja. Und bei irgendjemandem höre ich mich doppelt. Oh. Mhm. Naja, egal. Weißt du, und sich dann beschweren, dass da Bäume rumliegen. Das sind mir die richtigen. Ich dachte, das sind für dich Zahnstocher. Das war jetzt das, worüber du geredet hast. Also du brauchst jetzt nicht sagen, wie ich es nenne. Scheiße. Man kann es ja mal versuchen. Ja, mein gehässiges Lache, ich schwör. Man müsste bei LS so einfach Bäume pflanzen wie bei Seven Days. Mm. Dann wäre die ganze Karte voll. Ja. Boah, das könnte man aber auch mal zu dritt zocken, ne? Seven Days. Oh ja. Warum? Kannst du vier zocken, so hat das Spiel auch. Hm. Ja, aber neu mal anfangen. Vor allem, ich soll mir einen Unterschlupf bauen, ne? Und was baue ich mir? Ein Bunker. Viereckig, quadratisch. Unterschlupf. Naja, aber so ein komisches Scheißding da, ey. So baut in seinem Singleplayer-Spiel jetzt auch. Der hat ein kleines Häuschen gebaut und dann abwärts in den Keller. Aber da ist er noch am Ausbauen. Kann das sein, was? Hier, es tauchte auf einmal auf, dass er Eurotruck-Simulator spielt. Ich dachte, jetzt wäre sein Steam wieder gekackt. Oder vom Server geflogen. Mhm. Das ist das schon mal eins. Weil sein Anhänger auch einmal quer stand. Okay. Ja. Also seit ich jetzt Sound Alert weggegangen, also die Internetseite zugemacht habe, genauso wie Stream Elements die Seite zugemacht habe, habe ich keine Probleme mehr. Das ist ja komisch. Ja, das ist es ja. Bei der Umfrage. 1-1. Hast du eine Umfrage? Hat Sascha vorgelesen? Siehst du, Sascha, der hört ja auch nicht zu. gleich vom Server kicken. Hat mich überlegt, natürlich, keiner hört ja jedem zu. Ey, ist auch geil. Heute ist so die keiner hört zu Karawane. Wie viele Kanalpunkte habt ihr so? Von 0 bis 10k oder 10k bis 30k? 50-50. So. Dann war noch 30 bis 50, 50 bis 100 und mehr als 100. Achso, okay. Entschuldigung, das habe ich jetzt nicht gesehen. Zeigt er mir auch nicht ganz an. Das haben ja nur bei bis 10k und bis 30k jemand reingekriegt. Das sehe ich eigentlich. Nee, wer das gemacht hat, das siehst du nicht. Das bleibt auch anonym. Egal. Wie viele Kanalpunkte hast du, Fanta? 20.000. Hast du bei der Umfrage mitgemacht? Die habe ich nicht gesehen. Die ist so im Tunnel vorbeigerauscht. Schlau gewesen wäre, da gleich gesagt, ich muss mich aufs Faden konzentrieren, ich kann nicht auf den Chat achten. Das mache ich sowieso nicht. Zu spät. Ich guck gar nicht auf das Tablet. Ich hab's auf dem PC.
Alter, wenn sie schon so schleichen, ey, das kommt mir gar nicht gut. Hallo, ey. LKWs auf der linken Spur haben da nichts zu suchen. Wer sagt das? Sicherheitsabstand. Hier ist kein Überholverbot. Oh, immer diese Schleiche auf der Mittelspur, also das ist unglaublich. Schieb ihn doch weg. Ich hab's vorhin schon versucht. Oh, ehrlich jetzt? Ja. Du bist 86 gefahren und ich bin 87 gefahren. Dann spielt's eigentlich mal wieder Emergency, Sascha. Das, was wir vor 2 Wochen eigentlich zu Ende spielen wollten. Mhm. Mit einem neuen Kartenupdater. Nee, eigentlich das war meine Wochenmission da schaffen, aber. Ja. Ich war auch seitdem gar nicht mehr drin, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Ich guck mal, was für Wochen- und Tagesaufgaben heute sind. Manu hat sich eben ganz traurig angehört. Ja. Oh, Sascha. Ja, weil eigentlich war Sengoku und das Emergency-Spiel geplant, ne? Aber da kam ja, was habe ich denn gezockt? Was kam dazwischen? Du hast alles Mögliche gezockt, nur nicht das, was du gesagt hast. Ja, genau. Nee, ich hab's gar nicht gezockt, weil ich den Stream, weil die Uhrzeit komplett, weil ich ja meinen Biorhythmus am Arsch gemacht habe. Das war ja das Problem. Ist ja immer. So, was habe ich denn? Tägliche Aufgaben. Lösche 20 Feuer. Repariere beschädigte Einsatzfahrzeuge. Ist das, was wir letztes Mal auch nicht geschafft haben, ne? Genau. Oh! Fanta, was war das denn? Ich, keine Ahnung, du bist auf einmal langsamer geworden. Nein. Doch. Jetzt habe ich Motorschaden. Ja, und pass auf. Wenn man dem Chef hinterher fährt. Ja, die KI macht ja heute da, was sie will. Und hier taucht jetzt schon wieder auf. TK Sascha spielt Farm. Eurotruck Simulator. Hä? Mann, ich habe keine inneren Probleme. Ich habe keine ausgelassenen Frames, nichts. So, Wochenaufgaben, gewinne eine Schicht auf Mittel, lösche 120 Feuer, verbessere den Gesundheitszustand von schwer verletzten Personen. Warte mal. Ja, aber ich... oh, geil, der macht Platz. Schön. Achtung! Werkstatt aufsuchen. Jupp. Mit Fenster braucht doch keiner. Also eigentlich hat er recht. Starfield ist wirklich ein geiles Spiel. Aber es ist trotzdem heftig, dass es noch so teuer ist, ey. Ja, 40 Euro, ne? 70, bei Instant Gaming. Bei Steam 40 Euro. Bin wieder da. Ja, diese Deluxe oder was es da war? Ultimate. Euro. Gab es da was mit Ultimate? Oder irre ich mich da? Ich weiß nur, weiß es nicht mehr. Ich habe beim Adler Shamar da mal ein Video bei ihm auf dem Discord geguckt. Da hat er aus Versehen eine Mine zerschossen und hat dann seine Partnerin getötet. Normale Version kostet 70. Digital Premium kostet 100 Euro. So, der schöne. Der RNIC 20 hat gerade mit 3 Zuschauern geratet. Danke, ja, Nick, danke schön für deinen Raid. Willkommen. Hallo, ihr Raider. Einmal SO und Shoutout bitte. SO heißt nämlich Shoutout. Nee, wenn du den über Twitch machst, dann ist es. Dann wird's bei ihm angezeigt, dann kriegt er es mit. Ich kann es nur über Twitch machen, wie soll ich es denn sonst machen? Nein. Gib mal unten Leerzeichen ein. Oh, auch nochmal ATS, jawoll. Also nicht Leerzeichen, Querstrich.
dann ist Show Out und dann kommt doch der User-Zeichen da drauf und dann kopiere ich seinen Namen und das wird dann bei ihm quasi dann auch noch im Kanal angezeigt. Dann steht nämlich bei ihm in der Aktivitätsliste oder im Filter Show Out von Bartalog bekommen. Und der wird dann quasi als Rate dann auch bei demjenigen gezählt, genau. Dann haben die Zuschauer die Möglichkeit, nämlich oben direkt den Follower-Button zu drücken. Und dann kriegt er nämlich das nämlich dann auch mit. Ist trotzdem beides über Twitch. Ah ja, ich weiß. So. Aber ich glaube, vorne, das wäre dann, war dann die letzte Tour, oder? Ja, ja. Weil, wie gesagt, ich. Wir haben das nur noch eineinhalb Stunden, will ich dann nochmal. Siehst du, es wird bei dir in der Filterliste angezeigt, oder? Wie gesagt. Oh, Junge, was ist denn mit dir da vorne los, ey? Über welches? Ich kann kein LKW fahren. Über welches Spiel habt ihr da gerade nochmal geredet? Da links, Starfield? Starfield, ja. Achso, ne, ich hab noch ein anderes Spiel gesucht für morgen. Und zwar die Starfield, die Ultimate. Da gab's irgendwas, das hat noch 77 Euro gekostet. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt. Bei Steam aktuell 100 Euro. Ah, das hab ich. Muss halt überlegen, wie viele Stunden spielst du das Spiel, ne? Wenn du natürlich über 100 Stunden reinsteckst, dann ist es halt nicht teuer. Ja, klar. Wenn du in den 100 Stunden halt auch Spaß hast. Wenn ich natürlich darüber ärgerst, dann ist. Das stimmt. Aber jetzt nochmal zurück zu dem Video nochmal, was ich beim Adler geguckt habe. Und zwar war er von Starfield. Der war mit der einen Partnerin oder war ja verheiratet gewesen mit der einen Frau da. Und die haben da so eine Mission gemacht. Habt ihr halt was in WhatsApp geschickt? Ja, ich hab's gesehen, Schatz. und das Geile war einfach, der hat auf die Mine geschossen und die Frau und seine Frau hat er damit getötet. Also du kannst die Person auch verheiraten. Das war wohl unabsichtlich. Hab nix bekommen, Kelly. Hey. Mann. So. Aber, ja, war nicht schlecht. Ich werde mal den Discord mal bei mir verlinken. Das Video, aber, ja. Er schießt einfach auf die Mine drauf. Haha. Eieiei. Ich hab kein Gefühl beim Lenkrad. So. Dankeschön. Vielleicht sieht man sich ja die Tage ja mal wieder, ne? Würde mich freuen. Und habt noch einen schönen Mittwochabend. Und danke nochmal für deinen Support. Da werde ich mich auf jeden Fall mal revanchieren. So, soviel ich das weiß, wird er uns gleich über Rostock, über die Fähre schicken, Fanta, ne? Mhm. Daniel, Entschuldigung. Nein. So wie gestern. Oh, scheiße. Ich darf das nicht sagen. Ich hab einen Alert rausgemacht. Daniel, weißt du doch von gestern? Was war ja gestern? Gestern war doch gar nichts. Ja, gestern oder vorgestern, wo ich gesagt habe, ja, wir wollen Meister und du so. Ich hab einen Alert rausgemacht. Ach, schön. Ich weiß nicht, ob ich da noch hinkomme. Oh. Ja, dann fahr doch einfach die nächste Werkstatt an. Oder gehen in Rostock. Nö. Toll.
Nur weil er bei mir einmal draufgefahren ist, hat er Motorschaden, ey. Ja, weil du... kein Gas mehr geben. Ich darf jetzt mal einen gescheiten LKW. Ja. Jetzt kann ja, wenn mir das nicht passiert. Da wäre er schon längst an mir vorbei. Der Skandinavier meinte ich jetzt eigentlich weniger, aber... Der Volvo? Oder Mercedes? Ja. Was? Nix. Ja. Ach, ich hab wieder so viel Shorts, die ich nachher posten kann, ey. Was macht ihr zwei denn da schon wieder? Ich hab ne Karotte. Eine ganz dicke. Ich sehe diese Karotte schon bei Speedy im Hintern. Ah. Ah. Ja, okay. Jetzt ist Maria da. Okay. Da brauche ich mich nicht. Da brauche ich mich nicht zu wundern, wenn Kelly dann wieder dahinterher geht. Also wenn die Karotte so lila-grün, weil so lila ist, ne? Dann ist es keine Karotte. Das nennt man Aubergine. Ist der Stream hier ab 18? Ja. Steht das da drin? Ne? Ja, auch in der Titelbeschreibung. Perfekt. Rush. Rush. Wie sollte das jetzt? Nein, keine Antwort. Sind sie alle still, ey. Eieiei. Er ist jetzt auf der Suche nach der Aubergine. Mhm. Ich mag Brot. Wer schicke dich zu Pablo rüber? Sorry, ich ginze mein Essen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Sorry, ich grinse mein Essen. Scheiße. Oh, wow. Hast du dir dein Chili gemacht, Kelly? Sie ist kein scharfes Chili con Carne. Das muss ja nicht scharf sein. Ich vertrage auch nichts Scharfes, und? Es wird bei der Frau heute ein bisschen schwer, oder? Ich verschluck mich dabei. Das ist natürlich so richtig das eigene Tor. Willst du wissen, ist deine Freundin? Sascha von der Autobahn abfährt, wenn er Polizei sieht. Ja, echt richtig. Nachdem ich ne. Okay. Oh. Also einer von euch beiden hat bei der Angabe der Fahrt geschummelt. Wieso? Ja, weil die unterschiedliche Kilometerzahlen eingibt. Wir geben keine unterschiedliche Kilometerzahl ein, das wird direkt abgerechnet. Mhm. Dann bescheißt einer eurer Fahrtenbücher. So. Eurer Fahrtenschreiber. Mhm. Sascha? Was denn? Ich schreibe hier alles auf, ich habe noch nichts eingereicht. Ja. Ich habe noch... Es bescheißt der mehr Kilometer fährt, oder? Wie war das? Mehr Kilometer fahren und weniger verdienen, also das geht ja mal gar nicht hier, ne?
Das geht. Nein, es geht nicht. Faktor 057. Nee, nee, nee. Siehst du, so bescheißt er die Firma. 5000 Euro weniger Verdienst angeben und ab in die eigene Tasche damit. Ah, ja. Ja, aber wer hält dann die Hand auf? Ja, was habe ich mit deinem Privatkonto zu tun? Ich halte nur die Hand bei der Firma auf. Mhm. Deswegen machst du das wahrscheinlich auch. Na genau, ich bescheiß meine eigene Firma. Aua! Wegen dir armer Reifen, Geld darf ja, ich weiß. Ich streichel dich ja schon. So. Jetzt macht er die Schranke noch kaputt. Ist nicht dein Ernst. Doch. Auf jeden Fall. Modus bei Medieval gibt es immer noch nicht. Sind die immer auch dabei, auszuwerten? Kann ja nicht sein. Map. Hast du dir schon das Oxbow-Pack runtergeladen? Kam das halt raus? Das ist ja eh nicht aktiv. Das ist ja eh keine DLCs oder so aktiviert, ne, bei dir. Auf dem Server? Nein. Was bleibt in DLC? Also wegen der Forst. Ja, Steam, ja. Klar, sonst hast du die Karte ja nicht. So, noch 30 Kilometer haben wir noch. Mit dem Mod
Mit dem Wettermod sieht es noch realistischer aus. Ist voll ungewohnt. Kann gar nicht realistisch sein, hier regnet es doch nie. Bis auf jetzt vorgestern Abend kurz. Die Regenschauer, Alter. Starkregen und danach kam ein paar Tropfen und dann war es wieder vorbei. Super. Ach nö. Du wurdest aus der Sitzung geschmissen. Warum machst du sowas, Fanta? Waren da noch? Oh. Daniel noch da? Ich sollte auch das Mikrofon anmachen. Ja, ich fall jetzt. Hast du den Sascha gerade vom Server gekickt? Ich bin auch vom Server geflogen. Das ist komisch, ja. Ja, egal, jetzt fahren wir die Tour noch so zu Ende. Aber es hat jetzt lange gehoben, ne? Was? Aber da ist tatsächlich der Server abgeschmiert. Meinst du, kannst du mir mal die Log-File schicken? Ich würde gerne mal überprüfen, ob es nicht einen an den Mods liegt. Wie denn? Gibt's einen Server-Log? Wo bin ich denn? Oh, gute Frage. Ich hab das noch nie gemacht bei ETS, muss ich da ganz ehrlich gestehen. So. Ich muss direkt hier hin. Oh, wer hat denn sich in der Yacht bestellt? Zuschauer, wer von euch war das? Das war deine von deinem abgezweigten Geld. Fanta, du musst auch alles verraten, oder? Mhm. Er bezahlt so ein Speedy, brennt dann mit Kelly durch. Das wär's. Auf der Yacht geflüchtet. Speedy macht schon Druck, dass Kelly schneller essen wird. schneller weg können. Na. Mal bei 167.441. Haben wir heute gut gerobbt. Ja, Schatz, da war wohl nichts. Ist da Wörter drin, die ja gesperrt sind oder wegen den Zahlen? Wegen den Zahlen, bitte nicht mal. Und da wird es bei dir ja genauso sein. Ich weiß nicht, ab und zu, wenn ich es über das Handy mache, kann ich manche Nachrichten auch nicht wegschicken. Da muss ich irgendwie ein Wort ändern und dann geht's. Komisch. So, Daniel hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Auf jeden Fall.